Mit dem Kickball-Step nach vorn, mit rechts ein Kickball-Step, Kickball-Step, Durstrand mit rechts, Durstrand mit links, setzen, auf die Hacke runter, mit links dasselbe, setzen, auf die Hacke runter. Der erste Block ist nur die Zählreihe von 1 bis 6, gehen los nochmal, 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, das ist der erste Block. Munter die Türen, zweimal halbe Drehung nach rechts, rechter Fuß raus, halbe Drehung rechts, rechts an links ransetzen, linker Fuß raus, rechts ransetzen, dasselbe noch einmal, rechts raus, rechts an links ransetzen, links an rechts ransetzen. Jetzt kommt der Zwirbel, das heißt, die linke Fußspitze drehen wir nach links und die rechte Fußspitze drehen wir nach rechts mit dem linken Snap. Und wieder in die Mitte. Die nächsten Schrittfolgen mit links, inside, behind, inside, rechts an links ransetzen, links ein Flick, rechte Hand berühren, rechter Schritt zur Seite, rechts ein Hook, linke Hand berühren, Körperdrehung nach links, mit linken Flick, rechte Hand berühren und linker Schritt zur Seite ist die 1. Jetzt zählen wir bis zur 8 und drehen uns eine Vierteldrehung nach links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis dahin noch einmal. 5, 6, 7, 8. Kickball-Change. Durstrad rechts und Durstrad links. Montreturn mit links ran. Montreturn mit links ran. Zwirbel, Snap. Side, behind, side. Flick. Seil, Hook, Flick, Seil und bis 8 zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann richten wir uns wieder auf. Die nächste Schrittfolge ist ein Durstrad rechts mit rechts nach hinten setzen, die Spitze aufsetzen, auf die Hacke übergehen, dasselbe mit links, Spitze aufsetzen, Hacke übergehen, noch einmal mit rechts, Spitze aufsetzen, Hacke übergehen. Und der letzte ist ein Backpoint mit links, nur die Spitze aufsetzen und mit rechts ein Snap. Bis dahin noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächste Schrittfolge ist ein Kriegbein nach links mit einer Vierteldrehung nach links, heißt ein Side, Behind and Furl. Jetzt haben wir Gewicht auf den linken Fuß. Wir drehen auf den linken Fuß wieder eine Vierteldrehung und hopsen ein bisschen nach rechts, rechter Schritt zur Seite, links an rechts ransetzen, dann machen wir den Zwirbel. Alle beide Hacken nach rechts drehen, alle Beispitzen nach rechts drehen, alle beide Hacken nach rechts drehen und die Spitzen wieder in die Mitte drehen. Danach kommt ein Step-Turn, halbe Drehung, Step-Turn, halbe Drehung rechts. Linker Schritt nach vorn setzen, auf den linken Fuß. Leichter Sprung nach vorn mit dem rechten Hook. Rechter Schritt nach vorn setzen. Linker neben rechts ist Stomp. Jetzt klatschen wir zweimal von unten nach oben. Bis dahin von vorn. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die letzte Schrittfolge oder der letzte Block
ist unser Knie ohnehin, wenn Sie den Schritt folgen, unser linkes Knie kreuz vorm rechten ist die 1, wieder zurück ist die 2, dasselbe ist mit rechts die 3, dann kommt die 4, jetzt wird abgewechselt, 5 und 6 und 7 und 8 und. Wir lassen aber dabei Gewicht auf links, weil hier geht es wieder los mit dem rechten Fuß mit dem Kickbalzer. Einen kompletten Tanz. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier fangen wir mit.